So, hallo, ich werde hier einfach mal nochmal kurz einen KMP-Algorithmus durchgehen und damit dann das Next Array von einer bestimmten Zeichenfolge oder einem String bilden. Ich habe hier schon ein Array unten vorbereitet, das als Speicher dienen soll. Die Nummerierung habe ich mit 0 angefangen. Das erschien mir am sinnvollsten, da wir ja immer ein Programm oder ein Code und im Hinterkopf haben. Und entsprechend ja auch in der Welt der Informatik unterwegs seid. Das müsst ihr natürlich nicht so machen, das funktioniert auch anders. Es macht es bloß einfacher, wenn wir nachher den Zeiger zurücksetzen an eine bestimmte Position, beispielsweise die 0. Dann müssen wir nicht eine Position weiter vor, sondern wissen dann auch genau, welche Position gemeint ist. Um das Ganze noch ein bisschen einfacher zu machen, das dauert allerdings etwas länger, könnt ihr euch hier die gleichen Referenzen nochmal drunter schreiben. Falls ihr quasi das hier auf einem anderen Blatt habt wie das hier. Das mache ich mal kurz. 2, 4, 5, 6, 8. Und wir haben quasi insgesamt die Länge des Strings ist 9. So, dann nehme ich eine andere Farbe und wir können auch schon loslegen. Zu Beginn schreibt ihr unten einfach eine 0 rein. Habt dann entsprechend hier eure beiden Zeiger, I und J. Und das sind quasi, das ist eure Ausgangssituation, die sich bei jedem Next Array, das ihr bilden wollt, sieht die gleich aus. Gut, was macht ihr? Ihr vergleicht die Werte, die bei I und J dastehen. A und A sind die gleich. Ja, A und A sind gleich. Das heißt, ihr schreibt eine 1 ein, ihr erhöht quasi den Wert davor um 1. Was ihr danach macht, ist, ihr erhöht I um 1. Und weil es gleich war, erhöht ihr J ebenfalls um 1. So, dann schauen wir jetzt mal. Sind A und B sind leider nicht gleich. Das heißt, an der Stelle müsst ihr jetzt mit eurem J 1 zurück. Schaut bei der 0, was ihr da für einen Wert drin habt. Da habt ihr die 0 drin. Und setzt euer J an die Stelle von dem Wert. Das heißt, in dem Fall haben wir hier die 0. Also ich mache mein J hier weg und setze es an diese Stelle hier ran. Kann ich den Pfeil oben auch wegmachen. So. Und was ihr jetzt macht, ihr vergleicht das Ganze nochmal. Sind sie gleich? Nein, die sind nicht gleich. Das heißt, wir müssten das Gleiche nochmal machen. Da wir aber hier schon bei der 0 sind, schreiben wir die 0 rein. Es war kein Match. Das heißt, wir erhöhen nur das i, vergleichen jetzt wieder. A und A sind gleich. Das heißt, an der Stelle könnten wir dann wieder um 1 erhöhen. Weil sie gleich waren, erhöhen wir sowohl das i um 1 als auch da hinten das j um 1. So, vergleichen jetzt. Sind die beiden gleich? Ja, die sind gleich. A und A ist gleich. Erhöhen wieder beide um 1. J auch um 1. So, sind beide gleich. Ja, B und B sind gleich. Wieder um 1 hier unten erhöhen. Und entsprechend eure Zeiger um 1 erhöhen. Jetzt habe ich zu viel weggewischt. I weg. Und entsprechend um 1 erhöhen. Und mit dem J hinten machen wir dasselbe Spiel. Das kommt an die Position 3. So, schauen wir jetzt. A und A sind gleich. Das heißt, wir können wieder um 1 erhöhen. Erhöhen unser I, erhöhen unser J. So. Prüfen wieder. A und A, beide gleich. Kann quasi hier eine 5 reinschreiben und beide Zeiger um 1 erhöhen. So. Ihr seht jetzt schon, B und A sind nicht gleich. Das heißt, wir gehen gedanklich 1 zurück, schauen an der 4 hier, was da für ein Wert drin steht. Bei der 4 hier unten steht der Wert 2 drin. Das heißt,
Wir setzen unser J an die Position 2. Kann ich das hier wegmachen? Den hier auch. Prüfen jetzt. Sind beide gleich? Nein, die sind immer noch nicht gleich. Das heißt, wir gehen wieder gedanklich 1 zurück. Schauen, was steht da in der 1 drin? In der 1 steht eine 1 drin. Das heißt, wir schreiben unser J an die Stelle 1. Also was die Stelle angibt, ist der Wert, der hier drin steht. Dann können wir das hier wieder wegmachen. So, das ist jetzt unsere neue Ausgangssituation. Und was sie jetzt macht, ist im Prinzip wieder vergleichen. Sind die beiden gleich? Ja, sind beides A's. Und jetzt ist der springende Punkt. Wenn beide gleich sind, dann erhöht ihr die Position um 1. Das heißt, wir haben hier die Position A1 plus 1 und schreiben hinten dann entsprechend eine 2 rein. So, das ist quasi jetzt der wesentliche Unterschied, den ihr habt. Es gibt viele Varianten, die zufälligerweise das Gleiche liefern, weil, wie ihr jetzt hier zum Beispiel in meinem Beispiel seht, wenn ich nochmal einen Schritt zurückgehe, wir haben hier zufälligerweise hier eine 1, wir haben hier eine 1 und wir haben hier unten noch eine 1. Gut, die beiden Einser hier, die referenzieren das Gleiche oder die bedeuten das Gleiche, aber wir haben hier noch den Wert 1 drin stehen. Das heißt, es ist nicht ganz klar gewesen, welcher Wert jetzt um 1 erhöht wird und welcher der richtige ist. Im Endeffekt ist es der Wert an der Stelle da oben und somit muss hinten zwar in beiden Fällen eine 2 rein, aber mit dem richtigen Weg oben ist hier eine 2 hin. Okay, das wäre alles. Jetzt könnt ihr quasi weiterschauen. Okay, war richtig. Wir müssten jetzt quasi i wieder um 1 erhöhen und j wieder um 1 erhöhen. So. Haben allerdings, ihr seht schon hinten das Problem, dass da der String zu Ende ist und dann haben wir unser Abbruchkriterium erreicht und sind somit fertig und haben das Next Array gebildet.